Hallo, mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber der beiden Seiten Aktienfinder.net und Wachstumswerte.net, in denen es vor allem darum geht, Aktien zu finden, in die man langfristig investieren kann. Oder wie ich sie bezeichne, Wachstumswerte, weil diese Aktien sich dadurch auszeichnen, dass sie in erster Linie den Gewinn steigern über den Zeitverlauf. Unter anderem bin ich in Facebook in der Gruppe Dividendenstrategie aktiv. Und bin da gefragt worden, wie man sichere Dividendenzahler findet. Ich habe gesagt, ich kann dazu ein Video machen und hier ist es. In dem Video stelle ich meine Vorgehensweise vor, die auch zugleich die Vorgehensweise des Aktienfinders ist, was ja keine Überraschung sein sollte, weil der ja von mir ist. Und dann fangen wir mal an. Also nichts Ärgerlicheres, als wenn man als Dividendeninvestor Aktien kauft und dann irgendwann wird die Dividende gekürzt oder vielleicht sogar ganz gestrichen. Also das sollte möglichst nicht passieren. Und ich versuche sowas zu vermeiden, indem ich eben vor allem in Aktien investiere, die ihren Gewinn langfristig steigern. Denn letztlich ist es ja der Gewinn, der die Dividenden finanziert. Meine Stimme ist ein bisschen lädiert, also bitte ich um zu entschuldigen. Also es ist der Gewinn, der in erster der die Dividenden langfristig finanziert. Kurzfristig kann man auch mal aus der Reserve eine Dividende bezahlen, aber langfristig funktioniert sowas nicht. Und ich arbeite im Aktienfinder mit zwei Kennzahlen, um die Gewinnentwicklung messbar zu machen. Möchte aber vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Wenn man die Gewinnentwicklung versucht sichtbar zu machen, dann kann man im Prinzip, gibt es da zwei Vorgehensweisen. Das eine, das wäre der Blick in die Zukunft. Das heißt, man versucht den Prognosen Glauben zu schenken, beziehungsweise man verlässt sich auf die Prognosen. Das andere, das ist der Blick zurück. Man schaut, wie sich die Gewinnentwicklung in der Vergangenheit vollzogen hat. Und dem Aktienfinder mache ich Letzteres, das heißt, ich schaue mir die Gewinnentwicklung an. Und da ist eben die Prämisse bei mir, dass über Jahrzehnte steigende Gewinne kein Zufallsprodukt sind, sondern dass die ein funktionierendes Geschäftsmodell zeigen, dass sich ein funktionierendes Geschäftsmodell in langfristig steigenden Gewinnen ausdrückt. Denn steigende Gewinne, das heißt ja, dass es einen Absatzmarkt gibt für die Dienstleistungen bzw. Produkte, die ein Unternehmen anbietet. Und wenn die Gewinne über einen längeren Zeitraum wachsen, dann sieht man auch, dass das ganze Geschäftsmodell auch skalierbar ist. Das ist anders als beispielsweise in der Spielbank, wenn man an den Roulette-Tisch geht und es kommt zehnmal hintereinander rot, dann ist keine Aussagekraft darüber, ob jetzt beim 11. Mal rot oder schwarz kommt. Das ist nach wie vor 50-50. Bei der Entwicklung eines Unternehmens, das ist kein Zufallsprodukt, sondern wie gesagt, das ist im Prinzip Ausdruck eines funktionierenden Geschäftsmodells. Ich gucke also in erster Linie zurück im Aktienfinder, habe zwar Prognosen auch da und zeige dir auch, wie hier, die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr, die zeige ich immer, aber die fließen nicht in die Kennzahlen ein, sondern die sind nur dafür da, um zu schauen, ob sich der Trend laut den Analysten auch fortsetzen wird. Also in unserem Fall ja der positive Trend. Das sieht man auch nur aktuell jedenfalls, nur wenn man dann hier in die Charts reinschaut. Jetzt also die Frage, wie ich die Gewinnentwicklung messbar mache. Und da habe ich zwei Kennzahlen für. Das eine ist die Steigerungsrate. Das heißt, wie hat sich die Gewinnentwicklung von Jahr A zu Jahr B entwickelt? Und das andere ist die Korrelation. Und im Zusammenspiel machen diese beiden Kennzahlen Sinn. Für sich allein sagen sie nicht so viel aus. Vor allem die Steigerungsrate nicht, weil, wenn man jetzt mal BP anschaut, habe ich mir schon vorher mal rausgesucht. Und uns dann die Steigerungsrate von BP angucken, dann sehen wir, aufgrund der fehlenden Konstanz der Gewinnentwicklung bei BP, dass sie recht willkürlich ist. Also von 2009 auf 2010 ist die Steigerungsrate sehr negativ.
Dann wird es im folgenden Jahr sehr positiv, dann wird es wieder negativ, positiv, extrem negativ, wieder positiv und so weiter. Das heißt, um in der Steigerungsrate arbeiten zu können oder sich halbwegs darauf verlassen zu können, brauchen wir eine relativ konstante Entwicklung. In unserem Fall vom Gewinn. Und diese Konstanz, die messe ich eben mit der sogenannten Korrelation, die ist bei BP, bei Pi mal Daumen 0, also minus 0,08. Korrelation, die geht von plus 1 bis minus 1 und plus 1, das heißt, es ist eine positive Entwicklung, also nach oben, wobei es über die Steigerung nichts aussagt, also ob die Entwicklung jetzt so verläuft oder ganz stark steigend, das gibt keine Aussage, es ist eher eine Aussage über die Zuverlässigkeit, Konstanz. Das heißt, wenn wir jetzt eine Korrelation von 1 haben, dann würde das heißen, wie ein Lineal gezogen, haben wir eine gerade Linie, die irgendwie nach oben verläuft in irgendeinem Winkel. Bei minus 1 wäre das fallende Gewinne, wie am Lineal gezogen. In welchem Winkel auch immer. Und wenn ich jetzt halt eben BP habe und da mehr oder weniger eine Null habe bei der Korrelation, dann heißt es nichts anderes wie, der Gewinn lässt sich nicht prognostizieren, beziehungsweise die Gewinnentwicklung lässt sich nicht prognostizieren. Weil mal oben, mal unten, man sieht es ja hier in der Grafik. Deshalb, wenn ich jetzt versuchen würde, sichere Dividendenzahler zu finden, dann würde ich ausgehend vom Gewinn mir die Unternehmen anschauen, die ihren Gewinn konstant steigern können. Das heißt, ich würde hier, sagen wir mal, sind wir mal ganz anspruchsvoll, nach Unternehmen filtern, die eine Korrelation haben von 0,9 mindestens. Das heißt, positive Gewinnentwicklung, relativ konstant. Und die am besten auch einen gewissen Winkel haben, also Mindestwinkel sozusagen, das heißt eine Steigerungsrate vom Gewinn, mal mindestens mal 5%. Das heißt, die durchschnittliche jährliche Steigerung über die letzten 5 Jahre gesehen des Gewinns beträgt mindestens 5%. So, machen wir mal den Filter hier raus. Und jetzt sehen wir halt, dass wir 116 Unternehmen haben, die diesen Ansprüchen genügen. Wenn ich jetzt einfach mal kurz ein, zweimal anklicke und mir dann die Gewinnentwicklung anschaue, dann sieht man eben, dass es relativ konstant nach oben geht, der Gewinn. Man kann jetzt nur noch zurücksetzen. Also ab hier hat man die Gewinnentwicklung drin. So. Oder Accenture. Sieht man auch. Also es gibt hier eine eindeutige Korrelation zwischen dem Zeitverlauf und der Gewinnentwicklung. Eine eindeutige positive Korrelation. Und das ist hier überall der Fall. Hier haben wir dann Google. Das Gleiche. Jetzt geht es aber um Dividendenzahler und wie wir hier sehen, bezahlt Google beispielsweise keine Dividende. Das heißt, was wir jetzt noch machen können, wäre ein zusätzliches Kriterium, was sich auf die Dividende bezieht, mit einbeziehen. Und da würde ich dann vorschlagen, dass wir die Korrelation der Dividende mit einbeziehen. Nämlich, man kann nicht nur sagen, man kann nicht nur die Zuverlässigkeit, Konstanz der Gewinnentwicklung messen, sondern man kann das Gleiche auch mit der Dividendenentwicklung tun. Also hier habe ich dann wieder Korrelation. Dann könnte ich jetzt zum Beispiel sagen 0,8. Das heißt, die Dividenden sollen sich positiv entwickelt haben. Und jetzt könnte ich ähnlich wie beim Gewinner noch sagen, ich will eine positive Steigerungsrate haben, sagen wir ja auch 5%. Jetzt haben wir hier noch Alphabet drin, nur weil ich es ausgewählt hatte, aber hier ist es schon nicht mehr drin, Alphabet. Müsste ja hier sein, zwischen den beiden. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel hier Amgen jetzt anschaue, jetzt sehen wir nur noch Dividendenzahler, 83 Stück. Die haben jetzt die Dividende, die bezahlen noch nicht besonders lang Dividende, aber immerhin hier, wie man es dann sieht, sehr konstant. Apple bezahlt auch nicht allzu lange Dividende. Wenn wir jetzt noch zusätzlich haben wollen, dass die Unternehmen schon länger Dividende bezahlen, dann können wir das hier einstellen, hier mindestens 10 Jahre beispielsweise.
Jetzt ist dann auch Emschen weg, ja. Also hier sieht man Emschen nicht mehr drin, jetzt ist er 59. Machen wir mal American States Water. So. Da gab es aber auch mal einen Dividendenrückgang hier vor 16 Jahren, aber seitdem wurde die Dividende konstant gesteigert. Einen klicken wir nochmal an, M40. Ja, die haben ihre Dividendenpolitik offensichtlich geändert. Die haben nämlich relativ lang immer das Gleiche ausgeschüttet und dann sind sie erst auf den Trichter gekommen zu steigern. Was haben die denn für eine Korrelation? 0,82, ja, es ist noch reingerutscht, weil es eben über einen Zeitverlauf gesehen eine positive Entwicklung gibt. Wenn einem das wichtig ist, muss man halt, dafür gibt es ja die Detailansicht, muss man sich halt die Detailansicht anschauen. Aber wie gesagt, die positive Entwicklung, die ist dann da. So kann man sie messbar machen. Was man noch zusätzlich machen könnte, das wäre natürlich, man kann hier noch höher gehen, man kann sagen, man will nur Dividendenaristokraten haben. Das wäre das hier. Machen wir das mal kurz raus. Oder man kann auch mit der Ausschüttungsquote noch zusätzlich arbeiten. Was aber viele machen, das ist, dass die ausschließlich die Sicherheit der Dividende definieren oder messen durch Ausschüttungsquote. Und vielleicht auch noch zu sagen, wie lang die Dividende gesteigert wurde. Und das ist eben nicht mein Ansatz. Mein Ansatz ist, auf den Gewinn zu gehen, weil wie gesagt, der erwirtschaftete Gewinn ist ja das, was die Dividende finanziert. Und ich kann durchaus eine Ausschüttungsquote haben in einem Jahr, die völlig okay ist. Aber bei einer unzuverlässigen Gewinnentwicklung dann nach 2 Jahren beispielsweise eine Ausschüttungsquote haben, die schon weit über 100% liegt. Und mit der entsprechenden Unsicherheit bezüglich der Dividendenausschüttung der zukünftigen. Und auf sowas kann ich eben vermeiden, dass ich so eine Aktie kaufe, indem ich mir die Gewinnentwicklung anschaue, die langfristige, und nur investiere in Aktien, die, wie jetzt hier im Fall von Atmos, nur investiere in Aktien, die eine positive Gewinnentwicklung aufweisen. Das heißt, ich würde jetzt, man würde dann nicht zum Beispiel in AT&T investieren, nur als Beispiel. Genauso ist es auch so, dass aus meiner Perspektive das Kriterium, dass die Dividendenaristokraten oder in unserem Fall hier keine Senkung, seit mindestens 25 Jahren, dass das für mich auch nicht reichen würde als Kriterium bezüglich der zukünftigen Sicherheit der Dividende. Gerade in den USA wird ja noch gesteigert, solange es irgendwie geht. Auch dann, wenn die Gewinne stagnieren oder sogar rückläufig sind. Die Kurse haben dann natürlich schon längst Rücksetzer oder Rückschläge erlitten. Also die Kurse sind dann Richtung Süden gedreht, aber die Dividenden werden nach wie vor erhöht. Und auch in sowas investiert man eben nicht, wenn man auf die Gewinnentwicklung achtet. Ja, also die Einstellung, wie ich sie jetzt hier im Filter habe, die ist schon ja, relativ anspruchsvoll. Wir haben jetzt hier nur noch 16 Unternehmen, die dem genügen. Also ich würde jetzt auch hier mal praktischerweise ein bisschen runtergehen, sagen wir mal auf 10 Jahre. Dann haben wir hier wieder 62 Unternehmen, die man als sichere Dividendenzahler klassifizieren kann. Also Auswahl genug ist, meine ich, da. Ich denke auch, dass es immer noch relativ international ist. Das heißt, es sind nicht nur US-Aktien. Wir sehen also das USA natürlich viel, klar, aber hier sind ja auch Deutschland drin, Großbritannien, Kanada, Franzosen haben wir hier drin, Finnland, Belgien, Dänemark und so weiter. Das heißt, China. Wir sind hier dann auch immer noch international aufgestellt. Ja, das ist also meine Perspektive, wie ich vorgehe, um sichere Dividendenzahler zu finden. Ich hoffe, das Ganze habe ich verständlich rübergebracht und würde mich über Kommentare freuen, beziehungsweise über Likes, aber nur dann, wenn es wirklich gefallen hat. Und verabschiede mich dann und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.